Und ich möchte eines sagen. Ich bin ein Sohn eines Sudetendeutschen und einer Steirerin, in zwei verschiedenen Vertreibungsschicksalen verwurzelt. Bei uns zu Hause saßen Krieg und Vertreibung immer mit am Tisch. Aber ich werde meinen Eltern immer dankbar sein, dass ich zu Hause kein einziges böses Wort über die Tschechen, die Slowenen gehört haben, aber unzählige böse Worte über den Nationalismus, der dieses Europa zerstört hat und heute wieder zu zerstören droht. Das Recht der Sudetendeutschen ist auch kein regionales Ereignis, sondern ich bleibe dabei. Ob seiner Bedeutung, seiner Ausrichtung, dem Zusammenwachsen von Europa geschuldet, der Sudetendeutsche Tag ist ein europäisches Ereignis und wir sind stolz, dass es in Bayern stattfindet. Herzlichen Dank für meine Zeit. Für jeden bayerischen Ministerpräsidenten ist es eine Freude, aber auch eine Ehre zugleich, an diesem Tag dabei zu sein. Es ist ein Familienfest, das kann man glaube ich auch sagen. Man trifft sich wieder, man sieht sich, man redet. Es ist manchmal ein Fest der Wehmut, weil man einige denkt, die nicht mehr da sind, die man lange gekannt hat, aber gleichzeitig immer ein Fest der Hoffnung. Es ist etwas ganz Besonderes, auf jeden Fall ein emotionaler Moment. Ein Statement, ein Bekenntnis, eine klare Aussage für die Zukunft. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn es je jemand gegeben hat, der Brückenbauer, der europäische Gedanke, der Vergebung im Vordergrund alle, der Optimismus gezeigt hat, dann sind es die Sudetendeutschen. Ein herzliches Vergelt's Gott für diese optimistische, historische Rolle, die die Sudetendeutschen spielen. Dankeschön, meine Damen und Herren. Mit ihrem Fleiß, mit ihrem Ideenreichtum, mit ihrem Können, meine Damen und Herren, all das erarbeiten, jetzt sage ich eines. Sie haben damit nicht nur für sich und ihre Familien etwas Großartiges geleistet. Ohne ihren Fleiß, ohne ihre Tatkraft wäre Bayern nicht dahin gekommen, wo es heute steht. Herzliches Dankeschön und der er verloren hat, versucht hat, das auf Dauer umzudrehen. Die Sudetendeutschen und die Vertriebenen waren die Ersten, die gesagt haben, trotz eines schlimmen Schicksals ist unser Ziel nicht Revanche, sondern unser Ziel ist Frieden, Verständigung. Und dies ist, meine Damen und Herren, eine Leistung, die jeden Friedensnobelpreis wert wäre. Herzlichen Dank.